Herzlich willkommen, meine werten Motorsportfreunde, zum zweiten WM-Wochenende der F1 Fantasy Liga hier live aus Malaysia in Kuala Lumpur. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie dieses Wochenende sich hier ausgehen wird zwischen den Teams, speziell mit den unterschiedlichen Reifen auf jeden Fall. Die Ampel ist auf grün, das heißt, es geht los. Und wir warten jetzt darauf, dass die ersten Fahrer rausfahren. Ja, und da sehen wir jetzt den ersten Fahrer nach draußen fahren. Das ist Valtteri Bottas. Aber davor kommt noch Jenson Button. Ich hoffe, das ist Valtteri Bottas. Das kann ich gerade gar nicht so richtig erkennen. Das müsste aber Valtteri Bottas sein. Und ja, Valtteri Bottas ist auf Soft. Button haben wir gesehen, ist auf Medium. Da haben wir Wittwig oben statt Kettel. Der fährt mit Soft raus. Ja, ziemlich wenig Betrieb, muss man sagen, dafür, dass die ersten Minuten hier gerade laufen. Könnte vielleicht nachher für manch andere ein bisschen kompliziert werden. Max Verstappen, und da geht gleich mal ordentlich Verkehr auf die Strecke. Vor den Holländer. Oder Niederländer, wie man es gerne sagen möchte. Massa ist das, das müsste Chips sein. Oder Rich, okay. Hoffmann geht auch raus. Verstappen, Lewis Hamilton. Ja, und da muss man sich natürlich jetzt irgendwie einigen auf der Runde, dass man sich da nicht gegenseitig im Verkehr ist. Weil das sollte eigentlich nicht passieren. Das ist schlechtes Timing auf jeden Fall von den Teams. Und könnte unter Umständen vielleicht zu Problemen führen. Und ja, ich denke mal, hier werden wir speziell in Kuala Lumpur wird's eindeutig mehr Überholmanöver geben. Weil es hier auch einfacher ist zu überholen. Da haben wir jetzt auf jeden Fall einen der Gubitodisch-Fahrer draußen. Durch die Helme kann man es nicht ganz erkennen. Das müsste aber Dwayne Rose sein. Ja, so ist es auch. Tom Blomqvist ist da hinten auch auf der Reise, der in seiner zweiten Saison ist. Dann haben wir einen Männer Marussia mit Kamui Kobayashi. Felix Petrat ist auch unterwegs. Und da hinten, das müsste Gabby Menzel sein. Rio Harianto geht da jetzt auch raus. Und Jenson Button ist der Erste, der auf eine Runde geht. Obwohl ja eigentlich fast so ein bisschen... Ich muss jetzt erstmal Jenson Button gerade suchen. Wo ist denn der Junge her? Button da, die Nummer 8. Also Jenson Button ist der Erste, der auf eine Runde geht. Im Caterham. Können wir gut vorstellen, dass hier vielleicht der Unterschied zwischen Soft und Medium doch noch um einiges größer ist. Und ich habe eigentlich die Qualifikation gerade schon mal ein bisschen aufgenommen, musste es aber irgendwie abbrechen, nochmal neu starten. Von daher wusste ich so ungefähr, was für Zeiten so ungefähr gefahren werden müssen ungefähr oder gefahren werden. Also ich denke mal, eine 1:31 wäre schon eine sehr gute Zeit, um sich vorne zu platzieren. Doch das müssen wir jetzt natürlich erstmal abwarten. Jenson Button ist jetzt hier der Erste, der über die Ziellinie kommt. Mal schauen, mit was für einer Zeit. Und da hinten sehen wir die Dreiergruppe. Oh, Vierer- oder Fünfergruppe ist das mittlerweile schon. Und Button ist jetzt hier der Erste. Der fährt eine 1:32,6. Bottas fährt eine 1:30,7. So, und wollen wir denn diese Fünfergruppe? Ja, die ist hier richtig gerade am sich gegenseitig blockieren. Verstappen ist 2 Sekunden langsamer als Bottas. Massa ist, glaube ich, davor. Der fährt als Erstes über die Linie. Aber auch Jim Rich ist natürlich davon betroffen. Ich glaube, davor ist Ryu Funabashi. Hoffmann hat da hinten auch noch versucht, vorbeizukommen. Also die Herren haben sich hier alle schön mal selbst die Qualifikation noch ein bisschen gekostet. Massa kommt mit 1:33,0. Hoffmann fährt eine 1:32,3. Ist damit sogar noch ziemlich schnellster. Hamilton geht eine 1:30,9. Geht auf die 2 nach vorne. Kette ist auf der 3. So, und Vettel ist unterwegs im ersten Sektor, 48.000 zurück. So, Gabby Menzel ist Bestzeit im ersten Sektor. So, Funabashi ist im Rückstand, da ist die Rest da. Wo haben wir denn Harianto? Der müsste ja eigentlich auch unterwegs sein. Harianto ist auf absolut der Bestzeit. 1,4 Sekunden vor Bottas. Das
Ja, Gavin Benz hat hier ein bisschen Verkehr. Das ist... Ist das Button? Ja, das ist Button. Eindeutig besser beim Anbremsen. Uiuiui. Petra hat auch nur auf der 8 mit einer 1.32.445. Und Gabby Menzel, was sagt die Platzierung? Platz 6. Arianto 1.28.2 und Sarah Harrisburg geht jetzt auf die Reise. Muss jetzt aufpassen, da kommt Arianto. Wer entscheidet das jetzt hier für sich? Vettel kommt jetzt auch gerade über die Linie. Was haben wir gerade gesehen? Wo sortiert sich Funabashi ein? Also sehr, sehr viel Verkehr und Chaos hier. Bloß der 16. Platz von Funabashi. Vettel ist auf jeden Fall irgendwo vorne. 1.34.0. Da war wohl auch ein bisschen Verkehr im Spiel bei dem Japaner. Mal schauen, ob da vielleicht Vettel noch an. Ja, der fährt noch eine Runde. Also könnte vielleicht jetzt hier auf jeden Fall noch mal eine Verbesserung sein. Und Ricciardo ist noch nicht. Raikön auch noch nicht. Nakajima ist unterwegs. 1.4. Harrisburg hat 2.4. Van Dorn, Chip geht es gleich. Aber Nakajima ist erstmal vor Harrisburg über die Linie. Wo geht die Reise hin, wer das russische Team? Melbourne war schon ein kleiner Erfolg mit dem 7. Platz nachher mit der Strafe. Und am Ende ist es ein 2. Platz für Nakajima. Na, meine Güte, was hat der etwa als einzigster profitiert von diesem Chaos mit den Reifen? Sarah Harrisburg geht auf die 11. Also Nakajima hat wohl so wirklich ziemlich als einzigster eine freie Runde gehabt und hat dadurch profitiert. Also da bin ich wirklich überrascht. Verstappen fährt jetzt hier auch nochmal. Der muss es allerdings in die Box. Funabashi kommt nicht in die Box, der verbessert sich jetzt auch nochmal. Wo geht die Reise hin für den Japaner? Es ist ein 2. Platz. 1.30.3. Also da gibt es ordentlich viel Chaos hinten. Da kann also jemand profitieren, der noch keine Runde gefahren ist. Zum Beispiel Ricciardo, Raikön. Und Chip ist jetzt. Also Chip kann sich auf der 2 einsortieren, wenn er den Abstand hält. Und der ist gut. Und der ist auch nicht groß. 15. Topspeed sieht auch gut aus. Und für Chip ist es wohl der 2. Platz. Ja, 18. hinter Arianto. Sehr gute Zeit. Damit ist er erstmal sicherer 2. auf jeden Fall. Da denke ich nicht, dass er noch großartig was kommen wird. Ist Nakajima vielleicht nochmal auf einer Runde? Nein, nicht. Vettel steht in der Box. Genauso wie Bottas, Dillmann und so weiter und so fort. Wir müssen natürlich auf die Fahrer gucken, die noch keine Zeit haben. Wie Ricciardo, Raikön und Van Dorn. Das sind noch die Fahrer ohne Zeit. Und die können sich wahrscheinlich alle auch noch vorne einsortieren. Und hier, Verstappen nur auf der 21. Massa 20. Button 19. Rich 18. Petrat 17. 16. Kobayashi. 15. Hoffmann. Die Wester fährt noch. Kommt dann noch eine Zeit hinterher? Oder geht er in die Box? Er geht in die Box. So, Harrisburg also auf der 13. Metzel nur auf der 12. Kettel auf der 11. Also wir sehen hier ziemlich viele Fahrer. Vorne und hinten verteilt. Drain Rose auf der 10. 9. ist Hamilton. Sehr, sehr gutes Ergebnis für das Losesturm. Ricciardo geht jetzt auch raus. Blomqvist auf der 8. 7. Dillmann. 6. Bottas. 5. Vettel, wie gesagt. 4. Nakajima. Sehr gutes Ergebnis. 3. Funabashi. 2. Chip. Kommt er in die Box? Ja, der kommt in die Box. Und 1. wie gesagt, Ryo Harianto. Das wäre natürlich wieder der Burner, sag ich mal, wenn er es schaffen würde. So, und die beiden anderen Händler fahren auch nicht. Ricciardo ist draußen und wir sehen mit Medium-Reifen. Hoffmann auf der 15 mit dem Medium-Reifen, war allerdings im Verkehr, wenn der also eine freie Runde hinkriegt. Dann kann man eine gute Platzierung hier rausholen fürs Force India Team und man hat es ja sogar geschafft in Australien. Da hat man durch diese Einsatzstrategie sehr, sehr viel Zeit gewonnen, hatte vielleicht auch ein bisschen Glück in Anführungszeichen durch Katsuki Nakajima, dass der vorne gestartet ist. Das sollte allerdings wohl denn diesmal nicht passieren.
Also rechnen wir mal momentan aus, dass vielleicht Ricciardo, Raikön und Van Dorn vielleicht sich noch alle vor Nakajima einsortieren könnten. Dann wäre es nicht Platz 4, sondern Platz 7, aber selbst das wäre ein gutes Ergebnis. Drain Woos ist ja auch momentan in den Punkten, zumindest von der Platzierung her. Und von daher sehr, sehr gutes Ergebnis für das russische Team. So, ansonsten haben wir noch keinen weiteren von einer Bein draußen. Und jetzt geht der Australier Daniel Ricciardo auf eine Runde. Und ich würde sagen, wir gehen mal eine Runde on board mit. Müssen versuchen, bis größtenteils die Runde einfach mal mitzugehen. Wir sehen sehr, sehr gute Topspeed-Werte hier. Fünfzehnte im ersten Sektor. Ja, für Platz 2 wird es wohl nicht reichen, aber wenn er einigermaßen konstanten Zeit verliert, dann könnte es vielleicht die Top 3 sein. Und er hat wirklich das Riesenglück, dass er hier eine unglaublich freie Fahrt hat. Also darüber kann man sich nicht beschweren. ...1,6 Sekunden. Ist das noch hinter Nakajima? Hinter Funabashi? Fragezeichen? Oder ist das knapp vor denen? Jetzt kommt er über die Linie. Und es ist am Ende ein... Nur 9. Platz, 2,7 Sekunden, hat er doch noch recht viel verloren. Und da kommt jetzt ein Mercedes noch vor ihm raus. So, Raikön ist draußen, genauso wie Van Dorn. Und Raikön ist etwas weiter als Van Dorn. Und der Vize-Weltmeister aus dem letzten Jahr und in der Saison davor, der Weltmeister, der Iceman, geht jetzt auf seine Runde. Mal schauen, was er noch aus dem guten McLaren rausholen kann. Zumindest mit dem Softreifen sollten eigentlich die Top 3 möglich sein. Doch wie gut ist der McLaren eigentlich? Das werden wir jetzt höchstens sehen nach dieser Runde. Hat zwar Verkehr da vor sich, aber wahrscheinlich auch das Glück, dass er ihn nicht ganz einholen wird. Zumindest hoffen wir es mal. Erster Sektor. Oh, auch schon 7 Zehntel Rückstand. Das ist langsamer als Ricciardo. Aber vielleicht verliert er nicht ganz so viel hier in diesen schnellen Kurven mit den Reifen. Da sie ein bisschen höheres Grip-Level haben. Sekunden, ja, das habe ich mir schon gedacht. Also im mittleren Sektor hat er nicht ganz so viel Zeit jetzt verloren. Das kann an den Reifen gelegen haben. Und jetzt vielleicht der letzte Sektor. Eine Minute und 15 Sekunden sind gleich noch. Kimi Räikkönen, Top 10 sollten es auf jeden Fall sein. Und es ist der 12. Platz sogar. Hat er im letzten Sektor wieder was verloren? Vielleicht haben die Reifen dann natürlich schon abgebaut. Das kann gut sein. Wo geht... Van Dorn hat riesiges Pech hier. Hat Felipe Massa vor sich. Und das wird wahrscheinlich keine gute Platzierung werden. Für den Mann, der in Australien 4 Punkte geholt hat. Ja, 24. und letzter Platz momentan. Da ist selbst Verstappen sogar noch schneller gewesen. Der übrigens fährt aber nicht rechtzeitig über die Linie kommen wird und damit als Vorletzter starten wird. Also ein Red Bull wahrscheinlich ganz vorne und einer, ja, ich sag mal so, ganz hinten. Ein Gabby Mantel fährt hier auch, ist allerdings sehr, sehr langsam. Wird sich auch nicht verbessern und ich würde mal sagen, das war es dann sogar auch
Großartig. Also Rio Haryanto wird sich hier die Pole holen. Und zwar, weil er so ziemlich mit die freiste Runde hatte, weil wir sehen hier zum Beispiel, er und Michael Schipp sind beide, ich sage jetzt mal, auf Augenhöhe in Anführungszeichen. Und danach kommt der erste mit dem mittleren Reifen, also mit dem Medium. Und der ist 2 Sekunden weg. Und das muss man sich mal vorstellen. Da haben wir Ryu Funabashi, Katsuki Nakajima und Sebastian Vettel wohlgemerkt. Und dann kommt erst wieder ein Soft mit Valtteri Bottas, Tom Dimmer und Tom Blomqvist. Also die haben sich dann wohl alle selbst dort ein bisschen aufgehalten. Daniel Ricciardo auf der 9. Auf der 10 Lewis Hamilton. Sehr, sehr gutes Ergebnis, muss man sagen. Auf jeden Fall, Lotus ist hier in der Nähe der Punkte. Drain Rose auf einen guten 11. Platz, sofern sich jetzt hier niemand großartig noch verbessert. Kimi Räikkönen auf der 12. 13. Witwick Ohmstadt-Kette. Auf der 14 nur Gabby Menze. Die muss sie also auch im Rennen ein bisschen vorarbeiten. Hier ist Sarah Hörsberg auch nur auf der 15. Also beide Damen direkt hintereinander. Paul Wester auf der 16. Jim Rich auf der 17. André Hoffmann hier auf der 18. Kobayashi 19. Und Petrat auch nur auf der 20. Button 21. Massa 22. Also wir sehen hier die Reifen. Sauber scheint sich ein bisschen schwer zu tun mit dem mittleren Reifen. Vielleicht waren es auch keine freien Runden. Ja, und Max Verstappen auf der 23 und Stoffel van Dorn auf der 24. Ja, und das war es jetzt erstmal hier. Außer Stoffel van Dorn verbessert sich nochmal. Ne, der steht schon in der Box. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns gleich zum Rennen. Rio Haryanto auf jeden Fall die schnellste Runde wieder gedreht in der Qualifikation. Mal schauen, ob es im Rennen auch so sein wird. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder zum Rennen und bis dann. Ciao, ciao.